Hi, jetzt habe ich die Mütze einfach andersrum aufgezogen, weil ich dachte, dann sieht es so aus, als wäre ich nicht in der gleichen Aufzeichnung, aber es macht eigentlich keinen Unterschied, ne? Herzlich willkommen zu Zelda Breath of the Wild. Knallhart durchgenommen hier auf Rockabeans TV von mir, Dennis Sullivan. Seit nunmehr schon 33 Jahren spiele ich dieses Spiel für euch und wir sind jetzt an einem Punkt angekommen, wo es richtig knackig, richtig geil wird, wo es richtig Würze bekommt. Das ist quasi, wir haben eine Pizza, da ist Zelda drauf. Und jetzt haben wir, ich bin das Oregano dieser Pizza. Das heißt übrigens Oregano, nicht Oregano. Ganz wichtig. Wir gehen direkt mal rein. Wir sind in letzter Folge stehen geblieben. Nämlich an dem Punkt, wo... Scheiße. Okay, alles klar. Ich bin gerade fast den Berg runtergefallen. Wir sind hier stehen geblieben. Wir haben Daroks Schild, meine lieben Freunde. Seht ihr jetzt auf Plus. Daroks Schirm Plus. Das heißt, wir haben jetzt noch einen noch stärkeren... Ja, wie heißt das? So ein Block ist das ja im Endeffekt. Ja, geil. Einfach mega geil. Ich muss auch mal sagen, Daroks Schirm benutze ich am seltensten, ne? Wenn du ZL gedrückt hast, diese Kräfte. Naja, gut. Ja, und jetzt geht's direkt weiter mit dem. Wir machen nach wie vor, schieben wir Gerudo vor uns her. Weil, wollen wir ehrlich sein, da werde ich nicht wissen, was ich machen muss. Also einfach wie immer im Leben Probleme unter den Teppich kehren. Warum steht unten links Fehler? Seht ihr das? Unten links steht Fehler. Was ist das denn? Warum steht da Fehler? Auch interessant, wenn man sieht, ne? 28% habe ich erst geschafft von diesem fantastischen Spiel. 28. Ist unfassbar. Ist einfach, dieses Spiel ist einfach geil. So, jetzt müssen wir trotzdem kurz konzentrieren. Tagebuch, genau, die Dinger, die ich immer verwechsel. Wir machen jetzt hier Ballade Recken wieder an. Die Ballade von Urbosa habe ich ja schon gemacht. Ballade von Daruk. Die ich nicht aktiviert habe, genau. Wir haben jetzt die Bernadette Drecken und gehen jetzt, ich denke mal, das wird bei den Zoras sein oder so, ne? Die Zora-Gegend müsste es eigentlich sein. Das ist der erste Schrein, den wir gemacht haben übrigens. Nochmal kleine Reminder an die Leute, die dieses Let's Play von Anfang an geguckt haben. Genau. Und wir hatten letzte Folge auch noch wichtig, da habe ich mich ein bisschen gefragt, da mir angetragen worden ist von einer Dame auf Twitter, dass ich mich doch mal um ein Gerät bzw. eine Quest oder ein etwas kümmern soll, das es wohl möglich macht, direkt zu teleportieren an den Punkt einer Wahl. Und wir haben dann zufälligerweise mit diesem Gedanken im Kopf das Inventar geöffnet, das Tagebuch geöffnet und gesehen, da gibt es eine Seitenquest, die wohl was damit zu tun hat. Und ich frage mich gerade, ob wir vielleicht die einfach jetzt direkt machen. Und ich habe jetzt die Antwort gegeben in meinem Kopf und sage sie euch jetzt laut, ja. Und zwar gehen wir dafür in das Tagebuch rein, weil ich glaube, das ist geiler. Dann können wir uns auch nachher, wenn wir jetzt erstmal aktiviert haben, wo diese Punkte liegen, ne, können wir uns einfach dann viel geiler dahin teleportieren. Falls es denn, also wenn es wirklich so ist, wie ich hoffe, dass es ist, aber hier, Teleportation, alles klar, Südakala, wo ist es jetzt, wo ist es markiert, wo ist der Punkt, der beleuchtet, der irgendwie, da. So, dann gehen wir doch einmal dahin und ziehen uns das doch mal rein. Weil, naja, ne, ihr wisst schon, die letzten beiden, ja, Balladen, die jeweiligen Reckenballaden waren natürlich immer das gleiche Prinzip. Du gehst mit der Hauptquest, Recke der Balladen, gehst du an diese, in einen der vier Orte, wo es die Recken gibt. Das ist natürlich Zora-Tempel, Urbosa, Urbosas Zorn, das ist hier die ganze Geschichte da gedöns um, wie heißt denn diese Wüstenstadt da? Dann haben wir das letztes gemacht, hier da oben auf dem Feuerberg, die ganze Goronenwelt, da haben wir den. Und jeweils muss man dann immer so drei Schreine finden und die Zeichen und so, ihr wisst ja schon Bescheid so. Ich glaube, um diese drei Schreine zu finden jeweils, wäre es ganz geil, wenn wir uns da immer direkt teleportieren müssen, dann müssen wir nicht wieder so rumwandern. Das wollte ich damit sagen. Ich habe es sehr, sehr lange ausformuliert, aber ihr wisst, ihr kennt mich doch. Ich bin einfach ein Meister der Worte. Der Worte auch. Terry, Alter. Wow. Ich verkaufe dem jetzt mal ordentlich was. Ich habe richtig viel fucking geiles Zeug abgebaut im Feuerberg. So. Feuersteine, nee. So. Aber ich habe 110. Eieiei. Ich kann mehr Feuer machen. So, hier ist der geile Scheiß. Ab damit. Alles verkaufen. Ja, wir sind jetzt knallhart. 1000.
Boah, wie viel Geld ich habe, ey. Ich kann mir ja bald irgendwie alles kaufen, was ich will. Alles verkaufen, ja. 960, jetzt wird richtig Money gemacht. Ich fühle mich wie so ein... Ja, ist wie Krypto, Alter. Ich bin auch so ein Krypto... Ich bin so ein Kryptomann, Alter. Diamant braucht man für manche Upgrades. Bei der Fee lasse ich immer noch in der Tasche. Sind nicht so oft, nicht so leicht zu finden. Aber das geht natürlich ordentlich Kohle. Ich meine mich zu erinnern, dass es bei der Fee für bestimmte Upgrades auch dass man auch Diamanten braucht. Deswegen lasse ich das mal noch drin. Aber die kann ich noch hier verscherbeln, die Saphire. Braucht man, glaube ich, auch bei der Fee. Ach, scheiß drauf. Wir wollen einfach Geld. Wir wollen es klimpern sehen, Freunde. Wir sind voll im Kryptowahn. Rhodonit. Klingt auch wie so ein Bitcoin. Ja, ich habe gestern mein ganzes Geld auf Rhodonit gesetzt. Bin jetzt auch Millionär. Wir haben ja jetzt nur noch Millionäre hier in der Firma, falls ihr es noch nicht wusstet. Bin der Einzige, der da irgendwie nicht so richtig versteht, was das soll alles. Wow. 1080. 1080. Kennt ihr noch das Snowboard-Spiel für die fürs N64? 1080 Snowboarding? Das war ganz geil. Da war der Tiefschnell so geil. So, kaufen will ich mal gucken, was er noch hatte. Irgendwie, weil Terry ist immer ein geiler alter Terry halt. Sportechse, Maxi-Echse. Oh, Maxi-Echsen sind geil. Ja, da kaufe ich mal zwei. Ich habe ja mega Kohle. Jo. Yay. Yay. Ah, ganz kurz, was hat er denn noch? Hat er denn noch Fit-Zeugs? Nee, Spurten und Lösch. Das ist hier. Das ist für Wüstenzeug. Gerudo heißt übrigens die Wüste. Gerudo-Stadt, genau. Jetzt weiß ich nicht. Spurten ist für Schnelllaufen, brauche ich nicht. Ja, komm, ich hol mal da. Einmal 10 und einmal 20. Scheiß drauf. Guten Hunger, Hannes. Gracias. Danke. Gerne. So. Okay. Dann, jetzt hören wir uns mal hier das Rätsel an. Oder die Tipps. Wer ist das? Müsste ja eigentlich hier drin sein, ne? Hier, der? Die? Oh, ein Reisender, willkommen in unserem Pferdestall. Fühl dich hier ganz wie zu Hause. Wenn du ein Pferd besitzt, kannst du seine Ausrüstung ändern oder seine Mähne umfrisieren. Wir freuen uns auf dich und deine Besuch. Okay, das war die bist nicht die mit der irgendwie. Ganz kurz, was steht denn im. Extra Ausgabe von Kletz Gerüchteküche mit Gerücht diesen Gegenstand geben. Also vielleicht doch bei ihm kaufen oder? Ja. Nee. Ciao. Aber wenn man den drin anspricht, macht er was anderes, ne? Hi. Ah, nee. Will ich auch nicht. Okay. Ja, immer mit der Ruhe. Das liegt wahrscheinlich einfach hier irgendwo. Ist es das? Gerüchteküche extra 2. Klettis Gerüchteküche. Lesen, na klar. Hallo, hier ist wieder eure Klettis. König von Klatsch und Tratsch, ob zu Hause oder auf Reisen. Das neueste Gerücht, das mir zu Ohren gekommen ist, kann selbst ich kaum glauben. Das Wunder der Teleportation. Es soll einmal ein Medaillon gegeben haben, das den Besitzer jederzeit dorthin holen konnte, wo er es abgelegt hatte. Okay, klingt schon mal ein bisschen scheiße, das heißt, man muss es irgendwo erstmal passieren, damit man da hingehen kann. Nicht so geil. Für jeden Geschäftsreisenden oder Abenteurer ein wahr gewordener Traum. Dieses Artefakt soll noch heute in einem Labyrinth im Nordosten von Akala in den Tiefen der Erde versteckt sein. Wie glaubwürdig dieses Gerücht ist, überlasse ich dem Urteil meiner Leser. Klettis Empfehlungspunkte, 5 Stück. Okay. Im Labyrinth im Nordosten von Akala. Also direkt mal hin, wir ziehen es jetzt durch. Im Nordosten von Akala. Oder was? Nee, warte, was runter? In einem Labyrinth im Nordosten unterirdisch versteckt. Okay, da ist auch. Das Labyrinth ist hier, ne? Ja, hinter. Irgendwo gucken. Keller. Fertig. Ja, jetzt sind wir drin. Ja, jetzt sind wir in der Sidequest drin, Freunde. Dann ziehen wir die auch durch. Keine halben Sachen hier. Ja.
Mütze, Fallschirm aufziehen. Also können wir direkt mal so eine Umfrage starten. Mütze, Fallschirm aufziehen, ja oder nein? Das ist auch so eine Frage. Da ist man so, ich glaube, ich bin ein bisschen zu alt dafür. Das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen die Mark Forster-Nummer, ne? So, nee, hör auf, Kappe zu tragen. Du bist einfach zu alt dafür. Und vor allem, wenn man es falsch rum aufsetzt. Oder vielleicht doch. So. Aber ich mag die Kappe ganz gern. Egal. Hey, lass mir einen Kommi da. Okay, let's go. Ja, nee, ich bin hier nicht zum Labyrinth gegangen. Ich habe was verpeilt. Scheiße, das Labyrinth ist hier. Haha, der hat sich falsch gebeamt. Ich kann auch mal hier die Feuerrüstung ausziehen. Ist doch gar nicht mehr so heiß da, wo ich bin. Gar nicht mehr so heiß hier. Was geht ab, Mann? Hi, Ben. Hast du das DLC gespielt? Von Zelda? Ja. Nee. Ah. Ben hat das DLC von Zelda nicht gespielt. Habt ihr auch einen kleinen Funfact heute erfahren? Ben ist einer unserer Grafiker, wie ihr wahrscheinlich wisst. Ach, ich weiß, wo da unten, wo die ganzen fucking, das weiß ich noch, da unten. Da sind die ganzen, Schweine. Das ist ein Wächter. Da brauche ich jetzt ordentlich geilen Scheiß, Alter. Das ist ja ein richtig, ja, geil, ich hab Bock. Das ist eine Herausforderung jetzt. Ja, gibt's natürlich eine fucking, ja, damit rechnen die nicht, dass ich mit meiner fucking antiken, hä? Spezialschuss, der dank seiner Wächterbauteile vor Angriffen antiker Gegner schützt. Die Macht der großen Fee hat die Abwehr um 2 Stufen erhöht, zum Beispiel. Und hier um 4. Ha, jetzt kriegen die mal richtig was ab hier unten. Freunde, jetzt geht's ab. 60er Schwert, guck mal, es ist schon 60, es leuchtet schon, weil antike Gegner in der Gegend sind. So, wir haben ein geiles Schild. Wir nehmen ein Wächterschild. So. Und das wird richtig geil jetzt, Freunde. Wir gehen jetzt da runter und bomben die ordentlich weg. Und wir nehmen einen geilen, was haben wir noch? Richtig geilen hier, 48er. Ey, das ist geil, guck mal, wie viel Kraft ich habe. Sollen wir noch einen Kraftbonus uns reinfahren, ey? Gemütlich reinbomben, ey? Machen wir. Kraft-Schmorkrabbe, Kraft-Dampffleisch, was war nochmal stark? Oh, Abwehr ist natürlich auch nicht schlecht. Jetzt hat die Frage, was ist geiler, Abwehr oder Kraft? Es gibt mir halt hier einen zweifachen... Ich mach Abwehr, Alter. Ich mach richtig schön Abwehr. Ich mach ein Defensiv. Guck mal, wir sind gewappnet, Alter. Wir sind sowas von gewappnet. Jetzt geht's hier unten ab. Jetzt muss ich die ganzen Wächter zerknallen. Oh, scheiße. Das ist fucking viel. Das sind echt viele. Okay, das war gut. Okay, das war ganz gut. War nicht so schlecht. Jetzt muss ich einfach den... Den mache ich so. Nice. Yes, das war ein schwacher. Geil, oder? Gar nicht so schlecht. Ein bisschen lame, wie ich es mache, aber funktioniert. Haha! Du bist auch weg. Nur noch der hier. Ist ja easy. Wir sind kein Recken wie mich. Glüht Kolben Inferno, wenn ich glüht 16 Fernen. Yes, Mann, das war die. That went better than expected. Sag ich mal. Da ist ja noch einer. Ach, der ist doch lächerlich. Was will der denn? Dich mach ich platt. Komm her. Ciao, ich laufe weiter währenddessen. Richtig cool. Ups, Geil, ey. Okay. Gefällt mir. Hier kann ich ja auch überall noch antike Schrauben mal einsammeln jetzt hier. Also ein bisschen, wird nur ein bisschen länger dauern, aber das lassen wir uns nicht nehmen. Da hätte ich mich nicht runtergetraut damals, als ich zum ersten Mal hier das entdeckt habe. Weiß ich noch. Wisst ihr noch, da bin ich dann wieder so ganz schnell wieder abgehauen. Aber jetzt locker. Ich hab nicht mal die antike Rüstung gebraucht. Ciao, Baby. Ich lauf weg. So. Oh, das ist ein besserer. Okay, alles klar. Kein Problem. Das ist ein 3000er. Der kann was. Der kann was. Egal, lassen wir uns gar nicht hier. Lassen wir uns nicht lumpen hier. Oh,
Uiuiui, jetzt wird's doch nochmal ein bisschen brenzlig. Bisschen mal hier ein bisschen defensiver spielen. Yes. Hui. Achso, der ist noch nicht tot? What the fuck? Ich dachte, der wäre tot. Geil, ey. Okay, ja. Mund zu voll genommen, aber alles gut. Oh, Reaktorkern, nice. Muss unbedingt mal wieder zu einer Fee. Ich glaube, ich habe mittlerweile auch ordentlich Material. Ja, ich untersuche die einfach alle. Vielleicht wachen ja noch ein paar auf. Ich brauche ja eh die antiken Federn, Achsen und Schrauben und Pipapo. Ja, da war ich stehen geblieben. Ja, also als ich damals hier zum ersten Mal war, da hätte ich sowas noch nicht machen können. Hier ist eine Kiste. Mal gucken, was hier abgeht. Ein Teleport-Medaillon, ein mysteriöses Medaillon, das mit uralter Technologie hergestellt wurde. Öffne deine Tasche und registriere deinen Standort als Telf. Ach geil, ich muss den nicht irgendwie hinlegen. Ich sag mal, was hier steht. Ich kann den wirklich einfach jetzt... Wow, wie geil. Okay, warte mal, ich muss noch ganz kurz hier erstmal aufräumen. Ich will noch schnell alles einsammeln hier. Und irgendwie gucken, dass ich hier alles... Die, vor allem, ich gehe jetzt nicht an jedes Ding, das ist mir jetzt zu doof, aber ich muss auf jeden Fall die Federn einsammeln von dem, den ich hier noch gekillt habe. Ja, Wahnsinn, ey, geil. Jetzt haben wir da so ein Dingens. Voll gut. Ah, den nehme ich auch noch mit, komm, eine hier, da kann man auch noch mitnehmen. So, jetzt gucken wir mal nochmal. Also, ich habe jetzt irgendwo... Ja, wo kann ich das jetzt machen? So, das, wisst ihr was, Freunde, das schauen wir uns einfach direkt an, nachdem wir Werbung gemacht haben, denn die machen wir jetzt. Da verlasse ich euch jetzt mal ganz kurz und ihr kommt mal ganz kurz auch alleine klar, guckt euch die Werbung an, dann sehen wir uns gleich danach wieder. Go. Ah, wie geil das wäre, wenn man bei Zelda, Breath of the Wild irgendwie sowas hätte wie... Ja, irgendwie so ein Ding, mit dem man sich irgendwie so, ja, wie heißt es, nicht beamen, sondern auch nicht transportieren, sondern teleportieren könnte. Wie geil das wäre. Hätte ich gern. Habe ich. Weiß noch nicht, wie man es benutzt, aber das machen wir, finden wir jetzt raus. Herzlich willkommen zurück zu Zelda Breath of the Wild mit mir, Daniel Sullivan. Wir wollten wohin? Wir machen es einfach so, pass auf, wir aktivieren wieder unsere Hauptquest. So, Bladerrecke, so. Und wir gehen in die Karte und dann sehen wir uns das an. Da müssen wir hier hin. So, kann ich jetzt das als Teleport... Wie mache ich? Wo geht der Scheiß? Nee. So, ist hier jetzt was aufgetaucht sozusagen? Seid geduldig mit mir. Ich muss es mir kurz mal angucken. Ich check's noch nicht ganz. Tagebuch öffnen geht auch nicht so. Unten haben wir als Auswahl bewegen, Shika-Sensor, halt des Faden, zurück, auswählen, vergrößern. Jetzt ist die Frage... Jetzt weiß ich übrigens, warum Fehler da unten stand, unten links. Jetzt steht 16 Grad, weil ich ja natürlich in diesem Feuerwerk war und das ist zu heiß. Dann kommt er nicht klar mit. Okay, also doch nochmal kurz in die Tasche gucken. Wie sieht das Ding aus? Was kann ich da... Was geht da? Steht da nochmal eine Erklärung. So, das muss ja hier bei den geilen Sachen sein. Genau hier. Ein mysteriöses... Öffne deine Tasche und registriere... Öffne deine Tasche und registriere... Platzieren. Ach so... Ja, das ist natürlich doch nicht so geil, ne? Muss man mal ganz ehrlich sagen. Aber jetzt muss ich mal kurz ausprobieren. Also, und jetzt auf der Karte sehe ich das als... Dings, und dann kann ich mich dahin teleportieren. Gut, naja. Okay, kann ich es wieder aufnehmen, oder wie geht das? Warte mal. In der Tasche vielleicht... Warte mal, kann ich mehrere machen? Nee, warte mal. Das wäre natürlich dann doch geil. Das vorige Test wäre gelöscht. Neu platzieren. Okay.
Ach, der mit. Okay, ja, ist trotzdem geil, aber wollen wir ehrlich sein, wir haben gehofft, dass es so ein Ding ist, mit dem ich mich jetzt einfach auf der Karte beliebig irgendwo hin teleportieren kann. Das wäre natürlich noch geiler gewesen. Tja, man kann nicht alles haben im Live, ne? So, jetzt gehen wir mal hier hin. Was war denn da näher? Näher. Wir haben ja hier, ja. Da gehen wir jetzt hin. Aber wir haben es gemacht. Wir haben die Quest abgeschlossen. Auch nicht schlecht. Und wir haben jetzt so ein geiles Medaillon, aber ja. Geileres Medaillon wäre natürlich noch geiler. Ich guck mal, ob hier noch eins drin liegt. Kein Medaillon. Könnt ihr das eigentlich? Schickt mir Videos davon auf Twitter, wenn ihr das machen könnt. Ich freue mich. Hashtag Gesichtsgymnastik. Was ist denn jetzt los? Waren das Pfeile oder warum zieht mir das, wenn ich hier gerade... Ach, da hinten war einer, ja. So, mal ganz kurz das richtige Zeug anziehen, Freunde. Wir haben ja nicht die geilen Sachen an. Ich muss auch mal wieder mein Reckenhemd oder wie es heißt anziehen, damit ich mal sehe, wie stark die Gegner sind. Reckengewand, genau, Reckenhemd. Lol. Lol, Donny, echt. Really? Like, really? Ach so. Nee. Ups. So, Reckengewand. Haben wir jetzt insgesamt eine... Was haben wir jetzt für eine Stärke? 62, ja. Geht geiler, ne? Aber ist jetzt nicht so wichtig. So, dann nehmen wir noch... hier noch eine geile... Einen Bogen haben wir, gut. Masterschwert, gut, alles klar. Was hat er denn? Die sind hartnäckig, ey. Die schießen mich ja die ganze Zeit ab von überall. Was ist denn jetzt los? So, ich laufe jetzt einfach weg von denen. Die sind mir jetzt... Ach, da, das Zeug! Jetzt sehe ich das erst auf dem Boden. Das ist so Gedöns. Ich hab gedacht, das ist irgendwie komisch. Ja, ich flieg einfach weg. Fertig. Jetzt Motorrad, ne? Das wäre geil. Okay. Aber wir haben wieder eine standesgemäße Ausrüstung. Wir sehen wieder aus wie einer, der hergehört hier nach Hylia. Ja, nicht mehr hier unsere Feuerrüstung. Sag mal, wie richtig schön geil hier. Guck mal, richtig geiler Helm. Unser blaues Reckengewand. Ja, im Anschlag seht ihr das Masterschwert, das Hylia-Schild. Es ist geil. Ja, wir gehören hierher. Da ist ein Bock. Oh, da ist ein Drache. Da ist ein Drache. Schuppen kann man immer gebrauchen. Schau, Bock. Bockfleisch. Ja, nehme ich den Drachen mit? Da müsste ich, glaube ich, komme ich gar nicht ran, glaube ich. Oh, guck mal, hier eine Höhle. Ist hier irgendwas? Hier muss doch irgendwas sein. Das ist eine Höhle, Leute. Da muss was sein. Wo ist der Drache? Höhle, Drache. Höhle, Drache. Höhle, Drache, Höhle, Drache, Höhle, Drache, Höhle, Drache, Höhle, Drache, Höhle, Drache, Höhle. Geht in die Höhle rein. Was ist denn hier? Hier muss doch irgendwas sein. Ich dachte kurz, die Wand sieht verdächtig aus. Egal. Ciao, Drache. Nächstes Mal hole ich mir eine Schuppe. Jetzt gehe ich erstmal hier das nächste Ding aktivieren und mir diese die Dinger abfotografieren da. Ja, reicht nicht. Juti! Juti, Juti, Juti. Tut gut, mal wieder in so einer Landschaft wie daher zu sein. So geil das bei den Goronen auch ist, die Feuerlandschaft ist irgendwie nicht so geil. Also, weil es, ja, weiß ich nicht, ist so heiß da irgendwie und es ist immer schwül. Und ständig fällt man in Lava rein und so. Hier ist schön Wiese, das ist so Irland-Style, das gefällt mir, da fühle ich mich einfach zu Hause. Der kleine Donny rennt und surft über die Prärie in Irland. Prärie. Gibt es die Prärie eigentlich nur in Amerika? Was ist eigentlich überhaupt eine Prärie? War ja auch nie so ganz verstanden. Prärie ist das Ding, wo so Büffel und so rumheizen, ne? Prärie. Prärie, mon chéri. So, ist es eigentlich noch weit? Bin ich hier gerade mega am... Ich laufe mir hier gut einen ab, ey, ne? Ich laufe weg davon. Was mache ich denn, hä?
Ich dachte, guck mal auf der Karte unten. Ah, da sind zwei Punkte aktiviert. Scheißneck. Ich muss dann da zu dem Punkt, muss ich doch. Jetzt bin ich in die falsche Richtung gelaufen die ganze Zeit. Im Chat hat es bestimmt schon die ganze Zeit gesehen. Und ich bin aber gerade nicht in der Live-Sendung. Grüße an euch. Liebe Grüße an euch. Dafür, der Busch ist für euch. Einfach auch mal genießen. Mal ein bisschen die Stille genießen. Ein bisschen hier. Guck mal, das ist doch schön. Wunderschön. Ja, wunderschön, guck mal. Guck mal, ein bisschen segeln. Ein bisschen Parasegeln hier. Guck mal, da hinten ist ein schöner Wasserfall. Ein schöner Berg. Ein paar Bäume hier. Wunderschön. Frag mich gerade. So Zelda, ne? Mit dieser Map, die ist ja riesig. Wäre es nicht mega geil, wenn man das so wie bei World of Warcraft so eine Welt hätte? Also, dass du jetzt hier rumläufst und jetzt kommt dir einer entgegen, das ist ein echter Mensch und der kann mit so Headset und so mit dir reden und so und handeln und alles mögliche. Ich bin bestimmt nicht der Erste, der diese Idee hatte, oder? Aber das wäre doch mega, oder nicht? Jetzt mal ernsthaft, Leute. So ein MMRPOG oder wie? MMRPOG, glaube ich. Momorg. Mit Zelda. Und, ja. Hätte ich richtig Bock drauf. Da könnte ich mich, glaube ich, echt so mega absuchten und dann nur noch so in die komplette Realität entfliehen. Und so mich. Dann hast du auch noch mehr Motivation, so richtig geil, so richtig geil zu leveln, weißt du? Weil, wollen wir mal ehrlich sein, das ist ja das Allergeilste eigentlich an World of Warcraft und so Sachen. Ich habe übrigens World of Warcraft nie richtig gespielt. Ich war da nie drin. Ich habe auch, Warcraft 1, 2, 3 und so nie wirklich gezockt. Ich bin ja eher so ein Age of Empires Mensch. Aber ich kann das nachvollziehen. Ich kenne das so, dieses Feeling. So. Ist ganz geil. So. Zum Beispiel von Diablo kenne ich das mit Leveln. Achso, was ich meine ist, habe ich ja gerade gesagt, so dieses Gefühl, dass du halt irgendwie ein geiles Hammerschwert hast oder eine Hammerausrüstung und so ein bisschen denkst so, wenn das jetzt jemand anders sieht, schon geil. Kann so ein bisschen angeben damit. So, guck mal, ja. Da kann mir keiner was erzählen. Dafür muss man auch kein Angeber sein oder so. Das ist ganz natürlich. Auch bei PUBG, dass man da auch die Sachen in den Lootboxen findet, ist doch alles das gleiche Prinzip. Dass du einfach so ein bisschen so eine Schwanzverlängerung hast da im Spiel. Oder weiß nicht, was ist das Pendant bei Frauen dazu? Tittenvergrößerung. Ja. Oh Gott. Ja, ihr wisst, was ich meine. Und ja, ich kenne das von Diablo. Da habe ich zum Ende dann auch meinen Charakter natürlich auf Level 60 gehabt und dann natürlich weiter gelevelt, glaube bis Level, also mehr oder weniger in der Summe war es dann Level 70 oder so, da konnte man doch diese nächsten Levels dann machen. Ich hatte einen Barbaren und hatte am Ende auch so mega die geile Ausrüstung und habe dann bei so online halt immer mich so Verbünden angeschlossen, so zu vierten, habe den Tank gespielt und war halt mega besser als alle anderen, hatten ein viel geileres Level. Und das hat mir immer so eine Genugtuung gegeben, ich war immer so, ja geil, Alter. Dabei ist es den Leuten wahrscheinlich im echten Leben komplett scheißegal, wer ich bin oder was ich für eine Ausrüstung habe, sondern die machen das Gleiche, die schauen nur auf ihre Ausrüstung und denken so, cool, hier ist ein Hinox, aber den lasse ich mal pennen, scheiß auf den. Ja, das mal zum Thema dazu. Und deswegen könnte ich mir das bei Zelda auch sehr gut vorstellen, dass man dann noch mehr Motivation hat, sich geile Ausrüstung zu holen, bei der Fee irgendwie alles abzugraden und so, weil das ist schon mit Arbeit verbunden, alle Sachen abzugraden, vor allem die antike Rüstung. Da muss man schon ordentlich looten und Sachen finden, um die alle hinzukriegen. Ich habe, glaube ich, zwei von den wichtigsten Teilen von der antiken Rüstung auch erst auf Stufe 2, oder? Warte mal. Hier, den Helm habe ich fertig. Aber das hier, guck mal, Stufe 2 und Stufe 2. Und für die nächste Stufe schon, das sind ja erst, ist ja erst die dritte Stufe, muss man schon übelst viele antike Reaktorkerne und so ein Gedöns sammeln und suchen. Das dauert halt ewig. Komm, wir machen mal wieder ein bisschen Action, wir haben ja schon lange nichts mehr gemacht. Ah, okay, das war denkbar schlecht. Ah, okay, das ist natürlich schlau, mit einem normalen Pfeil dagegen zu schießen. Oh, jetzt sind die weg. Tschüss. Einer lebt noch, ne? Der Stärkere. Das sind ja voll die Billo-Gegner hier. Ja,
Ja, das mal zu meinem, zum Thema Looten und Leveln. Das ist wahrscheinlich auch nichts irgendwie jetzt besonders, keine Erkenntnis, die jetzt irgendwie mega neu ist. Ich denke mal, darauf, auf diesem Phänomen beruht ja wahrscheinlich im Endeffekt das alles. Diese ganze Mechanik, deswegen sind ja so Loot-Spiele oder Level-Spiele so beliebt. Oder es gibt wirklich Leute, die es einfach wirklich nur für sich machen. Die sagen so, okay, ich freue mich persönlich selber, wenn ich einen geilen, weil ich mir das Ziel gesetzt habe, irgendwie Level so und so zu erreichen und das ist dann das Ziel. Kann auch geil sein, denke ich mir. Aber ich glaube, die meisten machen es schon, weil man dann irgendwie in Online-Spielen dann so ein bisschen so den Macker raushängen lassen kann mit einer geilen Sachen. So, jetzt sind wir gleich da. Ich finde, ich habe das jetzt sehr gut überbrückt mit sehr wichtigen und einfach auch unterhaltsamen Facts zum Thema Looten, basierend auf gefährlichem Halbwissen. Und wie wir alle wissen, reicht das, um damit durchs Leben zu kommen, denn eine 3 ist befriedigend, quasi gut. Also auch einfach, ist doch sehr gut, du hast eine gut bekommen. Ist doch sehr gut. So sehe ich das. So habe ich mir meine 3er immer zurechtgeredet. Ja, ist befriedigend. Ich meine, macht mich zufrieden. Es befriedigt mich. Und was ist das, wenn ich befriedigt bin? Das ist gut. Und dann kann man immer noch den Bogen spannen und sagen so, oh, sehr gut, das war gut. Bei 4 geht's auch noch. Das ist ausreichend. Das ausreichend ist auch gut. Mehr brauche ich nicht. Das ist sehr gut quasi. Je nach Laune. So, jetzt wird er mich wieder voll spammen. Dein Common Voice, deine Mut. Ja, schon zum 3. Mal, Freunde. An den Orten, die dir gezeigt werden, findest du die Prüfungen, die dich stärker machen sollen. Ich frage mich gerade, worauf ich mich am meisten freue von den Upgrades. Naja, eigentlich war das schon der Sprung Rivali-Sturm, ist schon das, was ich am liebsten benutze, wenn man damit so schön abkürzen kann. Oh, die werden, glaube ich, einfach herzufinden sein, habe ich das Gefühl. Mifas Gebet war noch. Daruks Schirm. Hm? Oh, nee, und diese Rivalis, das ist eigentlich das, nicht Rivalis, wer ist von der Varudania, nee, egal. Ich guck gleich mal nach, ihr wisst schon, die Wüsten, Alter, das war das Geilste. Der Blitz. Ach, ich will da nicht aufdringlich sein, jeder reist aus seinen eigenen Gründen. Sieh nur eins der Monumente aus dem unvollendeten Lied meines Meisters. Aber das weißt du ja mittlerweile. Ja. Sing keinen Song, bitte. Verse ehren Mifa. Okay, Mifa. Kriege ich jetzt ein geileres Mifas Gebet? Mhm. Es gilt, auf dem Pfad des Lichts zu wandeln, also auch da wieder so ein, wahrscheinlich so eine Fluggeschichte. Im Angesicht uralter Feinde beherzt zu handeln. Mhm. Durch der Wasserfälle Lichtringe zu jagen. Nee, das wird das Fliegending sein. Ich bin der Recke. Hey. Ich glaube, ich verstehe die Recken jetzt besser. Ich bin kurz davor, alle grundlegenden Verse zu vervollständigen. Mann, schreib doch deinen Song einfach und hör auf, mich damit voll zu labern die ganze Zeit. Dankenswerterweise waren der König und auch der Prinz des Dorfes, der Zora, bereit, von ihrem Recken zu erzählen. Ende meiner Reise möchte ich das Lied unter diesem Himmel singen können, den mein Meister so geliebt hat. Ja, versteh mich nicht falsch, Freunde. Ich bin ja nicht abgeneigt von so coolen Story-Geschichten, aber wenn es sich halt wirklich offensichtlich immer wiederholt nur und er immer eigentlich das Gleiche sagt, nur mit ausgetauschten Wörtern, dann bin ich eher so, nee, muss ich mir jetzt nicht anhören. So. Ups, nee, ach. Warte mal. Bin ich grad dumm? Nee, ich hab das falsche Modul. Eieiei. So, wieder mal schön Fotos, ne? Speichern. Jetzt müssen wir gleich wieder den Speicher leeren, glaube ich. So, vielleicht gehe ich noch ein bisschen näher ran. Maximum erreicht, ja klar.
Wie gesagt, wie beim iPhone, ey. Die können wir mal löschen. Nee, das ist ja Gerudo, oder war ich noch nicht? Das können wir löschen. Brauchen eh nur noch eins, dann mach ich doch schnell nur noch das eine löschen und fertig. Ich mach mal näher ran, das ist vielleicht schlauer. Das hätte ich vielleicht die anderen Male auch machen müssen. Okay. Achse, wo reicht? Alles klar, ich mach noch ein Selfie. Nee. Okay, also jetzt das übliche Spiel. Wir gehen in das Album und schauen mal, was hier so... Habe ich jetzt drei Fotos gemacht? Nee, ne? Doch. Wir machen das als erstes. Das ist doch so wassermäßig. Okay, da ist ein großer See. Da ist was unter Wasser. Da ist... Warte mal. Was ist denn das da unter Wasser? Was soll denn... Hier muss es eher sein, genau, da unten. Ach, guck mal, hier, da, das ist das Ding unter Wasser. Okay, das sieht doch so aus. Und dann ist es ja dann... Hier. Ja, ganz einfach eigentlich. Da bin ich mir sicher. Ja, ja, das sieht man, das erkennt man. Da gehen wir hin. Ja, können natürlich mit unserem Teleporter bringen gar nichts. Da gehen wir jetzt mal hier rüber. Geil, Fotos haben wir gemacht. Wir wissen, wo das erste Ding ist. Und da gehen wir jetzt hin und dann machen wir da einen Schrein. Und das wird geil. Das ist so ein geiler Schrein, Alter. Ne, Ede? Was sagst du dazu? Wird das ein geiler Schrein, Kleiner? Huh? Magst du das, wenn wir das ein bisschen bei dir hier unten machen, ein bisschen kitzelt? Machst du das? Ja. Komm mal, ein bisschen. Hör auf. Deine Nase geklaut, guck mal. Hab deine Nase geklaut, guck mal. Ach, Ede. Oh, das ist jetzt wieder da, wo die geile Musik kommt. Okay. Ich will nicht genervt werden von irgendwelchen Leuten. Jetzt geht... Es geht schnurstracks. Ja, mal kurz gucken, wie komme ich denn am besten hin? Da oben lang, geil. Wer rennt? Der hat so eilig, Mann, der Link. Guck mal, wie eilig der das hat. Mal von der Seite, wie eilig der. Der will unbedingt dahin. Da oben. Oh, das ist aber jetzt auch schon, ja, oh, hier ganz schön, oh, ich sag mal, hier weit, ne? Komm ich da geiler hin? Ich will nicht klettern. Haha, ich schieß dich jetzt ab, ich schieß dir in dein Gesicht, was sagst du dann? Weg damit, sonst! Okay, heute mal ausnahmsweise mache ich nichts. Und wenn ich hier auf dich ziele, was machst du dann, mein Freund? Upsi, ciao! Ja, jetzt stehst du da unten, weißt nicht, was du machen sollst, ne? Weil ich bin hier oben auf dem Berg. Verscherzt mir das noch bei den Zoras, ihr. Ah ja, da kann ich ja dann hoch die Treppen. Bisschen elbenmäßig hier, ne? So ein bisschen wie bei Herr der Ringe, bei den Elben. Arver es em. Aragorn es red iri. Der Öne erwählen, Arven Öreale. Keine Ahnung, ob das überhaupt richtig ist, wo ich gerade langlaufe, ne? Keine Ahnung. Aber ich glaube schon. So, wo sind wir denn jetzt? Wir müssen auf so eine Art. Das ist hier so. Aber wie komme ich denn da hin? Das ist eher so da oben lang, ne? Ja. Mhm. Ah, Töpfe haben wir schon lange nicht mehr. Das ist so oldschool Zelda-Style. Was liegt denn hier rum? Hm, Grafikfehler. Krogi, geil. Da ist ein Krogi. Da ist ein Krogi. Da ist ein Krogi, Krogi, Krog. Da ist ein Krogi. Da lag ein Krogi, Krogi rum. Das heißt, ich war da schon. Ja, ich war da schon. Ja, ich war da schon. Ich war da schon einmal. Okay, jetzt nehmen wir uns. Hier muss irgendwas sein bald. Hier ist nochmal ein Krogi. Hier ist nochmal ein Krogi. Hey, 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 hier ist ein Krogi. Ja, er guckt mich immer an. Das heißt, ich war hier schon mal. Das heißt, ich war hier schon mal. Ich spreche ihn einfach an. Ha, ha, ha. Ciao, ciao.
Okay, warte mal. Wo bin ich denn jetzt? Da habe ich das doch markiert. Ich muss doch. Oh, ich bin gerade so ein bisschen durcheinander. Da lang? Nee, jetzt in die Richtung. Okay. Sag mal, bin ich gerade komplett dumm? Wann drehe ich mich denn in Richtung des Sterns? Da. Okay. Da muss ich hin. Aber da kam ich doch gerade her. Das ist da auf der anderen Seite. Das ist der Wasserfall. Ach so. Muss ich dann vielleicht da... Nee, der Wasserfall ist ja hier oben. Irgendwas verpeile ich gerade. Der muss doch jetzt... Jetzt sehe ich den Stern auch auf der Karte. Da, ich sehe es. Okay, oh, wow, Freunde, sorry. Da war gerade ein kleiner Aussetzer von mir. Da sehe ich es, okay. Mhm. Die Frage ist nur... was ist denn jetzt da zu tun? Das ist interessant. Ich gehe mal davon aus, wahrscheinlich mit Eisblöcken den Wasserfall hoch, eventuell? Ja, oder? Ah, nein, mit Dings! Aha! Yes, Mann! Gerade Aussetzer gehabt, aber jetzt kommt mein Gehirn wieder und gibt mir sowas. Ich gehe natürlich mit der Zora-Rüstung, mit der ich dieses Schwimmen... Krass, habe ich da nur einen Teil von bisher. Mit der ich natürlich schwimmen, hier so hochdingsen kann. Aufsteigen. Yes, nice. Wo ist das nächste gelandet? Ah, so. Ah, okay, geil. Boah, Dusel gehabt, dass es noch gereicht hat. Okay, cool. Das schaffen wir auf jeden Fall. Oh, oh nein, ich bin links daneben. Ich kann nicht abbrechen. Scheiße. Ist vorbei, ne? Okay, nochmal. Jo, alles klar. Ja, mit dieser Aussicht würde ich sagen, gehen wir einfach in eine ganz kurze Pause, meine Freunde. Gibt es ein kleines bisschen Werbung? Und danach sind wir wieder da und dann schaffen wir das auch. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück. Wir gehen direkt mal rein. Keine Umschweife, keine Gags, denn jetzt ist gerade Konzentration angesagt hier. Denn jetzt machen wir das mal richtig. Und zwar so. Wo ist das Ding? Diesmal direkt mit dem Parasegel. Ja, Bolo Bolo. Gute alte Holo Bolo. Und schön segeln. Hier taucht's auf. Jetzt sind wir drunter. Geil. Irgendwie hilft das, wenn ich diese Melodie mache. Ups. Schnell. Nicht verpeilen. Ey, wir haben's. Yes, Freunde der Sonne. Es war nicht so schwer. Aber die Pumpe ging doch mal an. Weil man nie weiß, wann man einen Fehler macht. Wir haben einen weiteren Dildo-Schrein. Oh, es regnet, ich mag das. Eruha. So, jetzt gehen wir mal rein. Was wollen wir? Ich hätte gerne eine Kraftprobe. Da hätte ich Bock drauf. Kraftprobe fände ich geil jetzt. Eine schwierige Kraftprobe. Wird's nicht sein.
Come on. Kraftprobe, come on. Nee. Stufen aus Eisen. Okay, das heißt, wir machen Stufen aus Eisen. Und da ist schon mal Wasser, dann nehme ich doch schon mal hier mein Kryomodul. Da weiß ich doch jetzt schon, das kann ich da von der Seite hier auffrömmeln und gut ist, ne? Sag erstmal hoch damit. Du gehst jetzt mal da hoch. Ach so, ja, dann machen wir einfach immer weiter, ne? Da war das vielleicht der erste, vielleicht noch nicht, ne? Nochmal. Mal so. So, da komme ich ja schon mal dahin und eigentlich. Ja. Gut, war's das jetzt? Ich meine, den könnte ich noch so rausschieben. Passiert da irgendwas? Ja, das kann man gar nicht. Kann man gar nicht dingsen hier. Doch, aber was bringt's mir? Aber nur mal zu gucken kurz. Aber nur kurz mal einfach ein bisschen chillen. Mal kurz, kurz mal gucken. Okay, ist nichts. Jetzt wissen wir's. Okay. Eisen, sag ich mal. Eisen ist wichtig. Vielleicht so. Dann doch irgendwie so. Das nutzen. Und dann. So. Oh, naja, das war jetzt denkbar schlecht. Das wollte ich nicht machen. Den kann man ja gar nicht. Oh, guck mal, der ist hier dran gebunden. Den kann. Ah, die sind auf so Stufendingern. Jetzt sehe ich es gerade. Die sind. Also hier ist auf so einem Slider. Das habe ich gar nicht gecheckt. Okay. Gehirn ist gefragt gerade. Okay, mal ganz kurz überlegen. Scheiße, Gehirn ist echt gefragt gerade. Ich hab so eine grobe Idee, aber ich muss kurz mein Gehirn dazu hinkriegen, dass es auch funktioniert. Okay, ne. Oh, scheiße, ich muss mein Gehirn benutzen gerade. Und das, mein Gehirn ist gerade so ein bisschen am Leerlauf. Nochmal ganz in Ruhe hier. Nochmal ganz in Ruhe. Einmal mal kurz nochmal den Anfangsstatus. Also, kann ich nicht... Beide auf einmal geht nicht, ne? Doch. Eigentlich muss ich ja hier wieder was rausbringen, sodass ich den da oben da drauflegen kann. Aber wie habe ich denn das vorhin gemacht? Damit, das hatte ich ja vorhin. Das heißt, ich mache jetzt nochmal so, wie ich es vorhin hatte. Aber nur die beiden. Aber dann geht ja immer das kaputt hier. Das eine. Was ich meine? Wenn ich das jetzt hier im Kryo. So hatte ich es ja vorhin, ne? So weit war ich. Dann hatte ich den da drauf gelegt. Aber das bringt natürlich gar nichts. Weil ich muss den ja. Puh. Das ist jetzt irgendwie gerade so ein bisschen. Da muss ich mich gerade wirklich konzentrieren. Ich will das rauskriegen. Ich brauche schon Power Cola. Wehrt mich das, wenn ich das angucke. Ich weiß schon, was ich hinkriegen muss. Ja? Nur weiß ich noch nicht, ob ich. Es sind ja so viele Möglichkeiten. Man kann ja eventuell auch irgendwie mit dem Stasis-Modul. Dem so ein bisschen einen Schub geben. Die Frage ist, ich meine, das hätte ich auch sonst so machen können die ganze Zeit. Hätte ich halt das andere unten lassen können. Das ist ja irgendwie alles ein bisschen krass gerade.
Aber das kriege ich ja nie hin, dass die mal drüber liegen und ich dann hier dieses Ding rausfahren kann. Die sind ja immer. Die treffen sich ja immer dann. Weißt du, was ich meine? Ich kann das ja nicht in der Luft halten oder so. Außer im Stasis-Modul vielleicht. Nee, das kriege ich nie im Leben so schnell gedingst. Das ist auch nicht so gedacht. Oi, das ist ja... Also entweder ich stehe wirklich gerade komplett auf dem Schlauch und jetzt schon eine Zeit lang aufgezeichnet werde. Kann sein, dass ich so ein bisschen gerade im Kopf nicht warm genug dafür bin. Nicht mehr, aber... Oder ist es wirklich gerade tatsächlich auch ein bisschen knifflig hier, die Geschichte? Ich will diesen Aha-Moment jetzt haben. Was ist, wenn ich... Gar nichts, was ich gerade mache. Bringt ja nichts. Ich will jetzt, dass das Ding rausfährt unten, weißt du? Jetzt will ich ein Eis, dass es hier so drauf liegt. Aber das kriege ich ja nicht hin. Zu viel Kraft wird das auch so zerbrochen, ne? Oder? Nee. Oder ich kann... Warte mal. Ey, ich habe eine Idee. Das ist eigentlich ein bisschen Perpetuum mobile mäßig. Und Energieerhaltungssatz würde wirklich sagen, Alter, bist du eigentlich noch komplett in Ordnung? Aber kann ich nicht, wenn ich hier drauf gehe, auf das, kann ich das untere jetzt nicht hochziehen? Warte. Ich schieb's noch ein bisschen zur Seite. Mal ganz ruhig, Freunde, jetzt hier. Ganz, ganz ruhig. Bin ich da gerade was auf der Spur? Das geht nicht, ne? Das geht nicht. Da macht der Faxen. Geht nicht. Das riecht aber auch noch wieder nach zu kompliziert denken. Das ist so Klassik, Donny. Zu verkopft. Wo ist die einfache Lösung? Kann ich jetzt vielleicht noch... Oh, warte mal, kann ich noch einen dritten Kryo? Alter. Runter? Nee, das geht nicht. Die kann man nicht. Doch. Geht das? Nee. Das geht nicht, ne? Aber das wäre natürlich geil gewesen, wenn ich jetzt hier den nochmal. Das ist nochmal so. Nochmal. So zwei Kryos übereinander. Style. Vielleicht so schrittweise hoch. Gerade mega random, was ich mache, ey, aber ich bin einfach jetzt mal so voll im Verzweiflungsmodus. Kann ich das so? Das bringt mir ja gar nichts. Das bringt mir nichts. Niada niente della noche. Ich würde das so gern anhalten können mit Kryo. Ja, mit Stasis, meine ich. Nee, das will er nicht. Hör auf zu pfeifen, Mann. Warte mal. Irgendwas halt. Komm, gib mir die halt. Mal gucken, was dann passiert. Nee, nix. Oh Gott. Timo, ich bin mir gerade unsicher. Ist es eine Werbung oder ist es das Ende? Nee, muss ja Werbung sein, ne? Nee, wir sind am Ende, ne? Aber wir sind am Ende. Ich habe das Gefühl, ich habe gar nichts gemacht, die Folge. Scheiße. Sag mal, du hast auch keine Idee hier, oder? Hm. Timo war abgelenkt, sagt er. Angeblich. Der weiß es einfach auch nicht. Ein letzter Versuch hier. Was passiert, wenn ich es jetzt hier hoch, dann wird der zermatscht, ne? Okay, Freunde, wir müssen einfach an dieser Stelle aufhören. Dieses Elend kann ich mir selber nicht mehr geben und ihr wahrscheinlich auch noch nicht angucken. Ich muss da mit frischem Geist ran. Ich muss da nochmal
Das machen wir in der nächsten Aufzeichnung und dann schaffe ich das auch. An dieser Stelle würde ich dann mich jetzt einfach mal verabschieden. Ich glaube, es ist besser so. Ich bin gerade wirklich völlig überfordert mit dieser Aufgabe. Dann wird mir schon was einfallen. Spoilert mich nicht. Wäre cool, wenn ihr mir das noch nicht sagen würdet, weil ich will noch versuchen, das selber rauszukriegen, auch ohne googeln und so. Aber wenn es nächste Folge länger als, sagen wir mal, 10 Minuten dauert, dann werde ich mal so ein bisschen was spicken, glaube ich. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Wie immer freuen wir uns sehr, wenn ihr einen Kommentar da lasst oder einen Daumen hoch oder beides, wäre natürlich noch gut, weil das sehr gut für Rocket Beans ist und die Videos pusht. Und damit könnt ihr den Sender auf ganz einfache Art und Weise direkt unterstützen. Vor allem im Daumen hoch, da muss man gar nichts machen, außer da draufklicken. Und dann habt ihr damit quasi eine gute Tat vollbracht und euren Lieblingssender Rocket Beans TV unterstützt. So, das war das Wort zum Sonntag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Es geht weiter. Knall durchgenommen. Zelda Breath of the Wild. Bis das DLC knallhart durchgenommen wurde. Bis dahin. Ciao.